Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mafia 3. Auf geht's zum Casino und ich hoffe mal, dass wir Marcano jetzt dort erledigen können. Steht zumindest mal oben im Auftrag drin. Von daher gehe ich mal davon aus, dass das dann was wird. Scheint wohl doch was. Also es klang gerade irgendwie wie eine Coverversion von Painted Black. Aber es scheint doch was anderes zu sein. Das sind doch Coverversionen. Cool. War eine ziemlich coole Version. Hat mir gut gefallen gerade. Hi! Ah, schade, dass das schon direkt abgebrochen hat, aber gut, dann ballern wir uns doch hier mal durch. Waren sehr aufmerksam, die Leute. Ich könnte ja eigentlich mal hier hochgehen, ne? Geht da bitte weiter hoch. So, dann. Das war nichts. So. Den da hinten, genau, möchte ich mal erledigen. Den auch so langsam mal. Nur, bleib bitte in Deckung. Ja, ja, genau. Danke für den Tipp. Meine schöne Deckung. War teuer, glaube ich. So. Wird aber langsam hier. Hey, er ist hier drüben. Ja, das ist schön. Du allerdings nicht mehr. So, da ist noch Geld, da wird noch Waffen und was weiß ich. Noch alles. Ich sollte wahrscheinlich da runter, um dann wahrscheinlich wieder hier hochgeschickt zu werden. Ja, komm. Wechseln wir doch mal gerade schnell aus. Das ist ein Todesurteil. Der Junge kann echt. Deckung. Bitte lächeln, Arschloch. Heilen, heilen. Danke. So, würdest du... Oh Gott. Alter, du blöder, verdammter Vollhorst. Lad doch mal nach. Meine Güte. Oder wechsel wenigstens die Waffe. Also nochmal. Vielleicht gehe ich jetzt erstmal direkt hoch. Wo ich muss die ja eh ausschalten, oder?
So. Wo stecken die? Scheiß nur hinter mich bringen. Ja, ich auch, ehrlich gesagt. Das kann ich nachvollziehen. Hui. Möchtest du dir das angucken? Das ist doch schön. Aber gut, wenn wir dich erledigen, kriegen es wahrscheinlich eh alle mit. Von daher passt schon. Zap. Oder auch nicht. So, damit wäre dann der nächste hier weg. Da! Nee, diesen Sack. Auch wieder die Steuerung mal wieder gnadenlos versagt. Ich sollte auch vielleicht mal ein bisschen mehr Granaten benutzen oder so. Nee, Sprengladung will ich eigentlich nicht. Ich würde gerne... hier unten... ja. Granaten haben. Jawohl. Oh, das hat unglaublich viel gebracht. Lad schneller nach, Junge. Oh. Nicht schön. Hat irgendeiner hier eine Dings? Ja, hat einer. Dann könnt ihr gerne noch ein paar Granaten schmeißen. Ich gehe euch dann mal so ausräuchern. Ja, da. Habe ich jemanden zerlegt damit? Ich weiß es gar nicht. Scheinbar, da unten ist glaube ich noch jemand. Gut, dann jetzt nochmal nach unten, hoffen, dass es diesmal besser läuft. Waffen sind durchgeladen, ja. Immerhin. So. Ich glaube, das ging ein bisschen besser. Jetzt aber scheinbar. Habe ich zumindest den Eindruck. Was haben wir denn hier? Ich? So, ja, das geht besser. Das macht doch deutlich mehr Spaß. Auch wenn der da hinten da mal weggeht. So, einmal kurz geheilt. Hier gibt es hier direkt wieder was um die Ecke. Nein. So, und jetzt gibt mir das wieder. Überlass das den Jungs unten. Die werden für sowas bezahlt. Ich bin nicht hergekommen, um zuzusehen, wie jemand anders die ganze Arbeit macht. Ich bin hier, um den Wichser zu begraben. So wie besprochen. Sei vorsichtig, ja? Um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Hm. Können wir das Auto benutzen? Wir können das Auto benutzen. Hm. Ich glaube, wir sollten das auch benutzen. Überraschung. Deckung? Heil? Geh bitte irgendwo in Deckung, wo du auch wirklich Deckung hast. So, Herren, ihr seid hier ordentlich am Rumballern. Aber das Casino könnt ihr euch, glaube ich, dann schenken. Aua.
Ich glaube, die Granate hat tatsächlich was gebracht. Das wundert mich. Nö, aber erstmal die ganzen Leute hier. Ist tatsächlich eine ziemliche Schießbude. Ich glaube, hier wären die Granaten gar nicht mal so dumm gewesen. Obwohl, ich habe ja noch. Ich habe ja noch, oder? Molotow hätte ich ja noch da. So. Aua. Was haben wir denn? Da hätten wir noch jemanden. Dieses Nachladen. So. Wird nichts mit der Granate. Jetzt geht die erstmal hier ein bisschen drauf, denke ich. Zumindest ist das hier so der Plan. Wie sind das noch? Da oben wäre noch jemand. Ups, wieder in Deckung. Hey, wer ist der Kerl? Hab dich, du Arsch! So, heil. Er hat mir den Weg abgeschnitten. Meine Güte. Ich bräuchte wieder Muni. Meine Herren. Ich auch gerade. Hab mich allerdings trotzdem noch getroffen. So, das wäre das. Ich sollte, glaube ich, auch wieder ein bisschen mehr zielen gerade. Das könnte helfen. Naja, Blut, Blut. So, wer möchte denn hier noch? Da möchte noch jemand. Gut. Das nehmen wir auch nochmal mit. Und die werden erledigt. Danke. Muni. Obwohl, das ist gar nicht mal schlecht aus. Hier so mittelprächtig. Hätte denn noch jemand was da? Da haben wir noch Geld zumindest. Da geht's dann weiter. Sind wohl alle da oben, wie es mir scheint. Nö, du? So, das wären die. Dann haben wir da noch einen drin. Den schnappen wir uns noch fix. Ah. Der Kleine persönlich. Dann war's das jetzt erstmal. Kann ich noch was mitnehmen vorher? Nö, ich glaube nicht. Dann heilen. Und weg mit dir. Du dämlicher Motherfucker. Ich hatte gedacht, du wärst mein Freund. Dass du mir und Alice helfen würdest. Aber das war eine Lüge. Du hast mich nicht umgebracht, weil ich Nein gesagt habe, sondern weil du dachtest, ich sei dein Eigentum. Dein kleiner Nigger. Es ging nie um uns zwei. Sondern um meinen Alten. Um meinen Vater. Ich würde alles für ihn tun. Ist wie mit dir und Sammy. Na, dann weißt du ja, wieso ich das jetzt tue.
So, oben angekommen. Dann legen wir doch mal los. Ah, ich kann noch nicht in Schleichmodus gehen. Der scheint oben drüber zu sein. Und so wie es aussieht, relativ allein. Na dann. Aussicht, nicht? Als ich in diese Stadt gekommen bin, war sie das hinterletzte Drecksnest. Jetzt sieh sie da an. Zeig mir deine Hände. Das, was zwischen uns war, ist vorbei, verstehst du? Es war vorbei, als du hier raufgekommen bist und nicht mein Sohn. Willst du einen Drink? Okay. Den habe ich importiert, aus Schottland. Single Malt. Eigentlich trinke ich Bourbon, aber ich dachte mir, für die Casino-Eröffnung besorge ich mal was mit etwas mehr Klasse. Aber mit dem Casino wird's ja wohl nichts, nicht wahr? Sieht nicht so aus. Setz dich ruhig. Ich laufe schon nicht weg. Hey, nicht übel. Ich trinke lieber Schwarzgebrannten. Ungefähr einen Monat, nachdem mein Bruder Lucio tot war, bekam ich plötzlich Albträume. In einem war ich auf einem Boot. Und eine riesige Welle kam und spülte mich über Bord. Ich fiel ins Wasser und ging unter wie ein verdammter Stein. Und dann gab's noch einen, wo Schlangen mich zu Tode gebissen haben. Aber der schlimmste Albtraum von allem war Georgies Beerdigung. Wie er da lag in diesem lausigen Sarg. Die Kehle durchtrennt wie Lucio. Das war wirklich der Schlimmste. Und das träumte ich alle 3 bis 4 Tage. Ich habe einen, da bin ich in Nam. Ich schlafe in einem Erdloch. Da kommen so düstere Gestalten aus der Dunkelheit. Ich versuche mich zu wehren, aber sie überwältigen mich und fesseln mir die Hände. Dann werde ich geknebelt, damit ich nicht schreien kann. So kann ich die nicht warnen, die neben mir schlafen. Und da liege ich und höre, wie sie alle sterben. Das wird man wohl nicht so schnell los, sowas. Nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Was du hier siehst, war alles dazu gedacht, dass mein Albtraum nicht wahr wird. Und jetzt sieh mich an. Ich habe viele auf dem Gewissen. Mehr als ich zählen kann. Der eine Mensch, den ich nie sterben sehen wollte, war mein Sohn. Und jetzt ist er tot. Ja. Jetzt ist er tot. Mein Sohn ist tot.
und ich trinke Whisky mit seinem Killer. Ich werde mich nicht entschuldigen für das, was ich getan habe. Wenn ich das täte, wär's gelogen. Ich bin nun mal keiner, der groß Scham empfindet für seine Taten. Das war ich noch nie. Ich wollte mir hier keine Entschuldigung abholen. Klar. Das weiß ich doch. Scheiße, mir war immer klar, wer du bist. Von der ersten Sekunde an, wo ich dich im Country Club gesehen habe. Wir zwei sind eben nicht wie andere Menschen. Wir beherrschen nur eins. Nur darin sind wir gut. Ich werde auf dich warten, Lincoln Clay. Wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen. Ich weiß. Worauf wartest du noch? Tu's endlich, verflucht. Okay. Bring's zu Ende, du elender Feigling. Fick dich! Na gut, das war's, Marcano. Endlich haben wir unsere... Ich glaube, wir hätten wahrscheinlich auch gehen können, aber wir haben jetzt so lange hier rumgemacht. Es war Zeit, ihn zu erledigen. Gut. Ich denke, das war's dann jetzt mehr oder weniger. Du bist Lincoln Clay, oder? Das ist korrekt. Ich hab's ja gleich gesagt, das Casino wird sein Tod sein. War damals nicht wörtlich gemeint. Aber manchmal kommt's eben, wie man sagt. Besonders, wenn man die falschen Leute anpisst. Weißt du, wer ich bin, Junge? Ich denke, Sie sind Leo Galante. Komm, wir gehen ein paar Schritte. Es wird dich kaum überraschen, aber die von der Kommission wollen dich killen. Dich und alle anderen, die mit der Sache hier zu tun hatten. Das war eine Privatsache zwischen mir und Marcano. Ich verstehe das, Junge. Die anderen auch. Aber diese Branche macht dich paranoid. Wer denkt da klar? Die sehen nur, dass Sal ins Gras beißt. Und fragen sich dann sofort, ob sie nicht vielleicht die Nächsten sein werden. Also checken Sie jetzt, ob Sie mich absägen wollen. Nein. Aber ich habe eine Botschaft an dich. Du hast, was du wolltest. Aber jetzt ist Schluss. Endgültig. Ich habe kein Problem mit euch. Sal hat monatlich 20% gezahlt. Und zwar Cash. Es wurde immer vom gleichen Mann gebracht. Seit 20 Jahren. Ich sehe keinen Grund, das jetzt anders zu halten. Du? Nein, Sir. Dafür lassen wir dir freie Hand. Du kannst tun, was du willst. Ob du Heroin dealst oder an jeder Ecke einen Puff hinstellst. Ist mir alles scheißegal. Uns ist nur eines wichtig. Die 20%. Und was ist, wenn ich entscheide, abzuhauen? Woanders neu anzufangen? Dann haben wir uns heute zum letzten Mal gesehen. Ich wünsche dir viel Glück, Junge.
Okay, es gibt tatsächlich noch einen Streuauftrag jetzt. Ach so, mit Donovan Vater James. Ja gut, ich glaube, da machen wir doch noch eine Folge. Mal schauen. Ja gut, dann war es das für die Folge. Sind wir doch noch nicht ganz am Ende. Ich bedanke mich aber trotzdem fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.